Hallo meine Lieben, ich wurde von der lieben Melanie, von Melanie Lies getaggt und ich liebe Tags, ich liebe es, Tags zu schauen, ich liebe Tags zu drehen und zwar hat sie den auch selber gemacht. Es ist der Winter-Weihnachts-Tag. Sie hat den im Rahmen des BookTube-Adventskalender vorgestellt. Ihr Video werde ich auf jeden Fall unten verlinken, schaut mal vorbei, falls ihr es noch nicht gesehen habt und würde ich sagen, legen wir los. Falls ihr es im Hintergrund husten hört, mein Freund ist krank und ich bin auch, wie ihr vielleicht hört, noch so ein bisschen am Schnupfen. Wir sind eigentlich schon in Weihnachtsstimmung. Ich finde, der Dezember kam so schnell und bei uns hat es sich so ein bisschen eingeregnet. Deshalb, ich mag Regen ja, ich mag es ja auch, dann ist es ja trotzdem gemütlich. Aber so ein bisschen weiße Weihnachten wäre schön, vielleicht kommt es noch. Ich war jetzt aber auch schon ein, zwei Mal auf dem Weihnachtsmarkt. Ich habe schon Plätzchen gebacken. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut mal vorbei. Hat großen Spaß gemacht. Wenn ich dran denke, werde ich auch mal unten verlinken. Und was macht ihr, um in Weihnachtsstimmung zu kommen? Besucht ihr den Weihnachtsmarkt? Backt ihr zusammen? Lasst ihr Weihnachtsmusik erklingen? Oder sagt ihr, das ist eigentlich gar nichts für mich? Ich bin froh, wenn diese Zeit vorbei ist. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Knecht Ruprecht, ein enttäuschendes Buch, das seine Rote verdient hat. Ich hatte ein paar Flops dieses Jahr, aber eins, wo ich wirklich nicht rüber hinwegkomme, über die Entwicklung der Geschichte, weil es auch meiner Meinung nach mehr Potenzial gehabt hätte als das, ist von Victoria Alvarez, Das Flüstern der Seelen. Es ist eigentlich eine Geschichte, wie gesagt, mit viel Potenzial. Hier begleiten wir ein junges Mädchen, das an einem Herzfehler leidet und deshalb die Gabe hat, mit Toten zu kommunizieren. Ich finde, daraus könnte man ganz viel machen. Dann bekommt man am Anfang der Geschichte auch den Hinweis, dass ihre Mutter ermordet wurde und sie Kontakt mit ihr aufnehmen kann. Sie sieht sie. Und dann denkt man, okay, jetzt gehen wir schön auf Ermittlungsjagd mit dem Mädchen. Wir bekommen heraus, wer der Mörder ist. Das Ganze nimmt eine ganz bizarre Wendung. Denn sie arbeitet dann als erfolgreiches Medium und macht sich einen Namen in dem alten England. Altes England mag ich sowieso sehr gerne. Alle Geschichten, die im alten England spielen, interessieren mich schon mal von vorne weg. Und dann lernt sie einen Geist kennen, verliebt sich in ihn und hat dann eine Liebesbeziehung mit dem Geist. So weit, so gut. Ich bin offen für alles. Ich spoiler jetzt, weil ich euch unbedingt diesen Plot-Twist erzählen muss, damit ihr versteht, warum ich so enttäuscht war und entsetzt. Und dann kommt heraus, dass es ihr Onkel ist. Ist egal, sie lieben sich weiter, wo ich auch schon denke, schwierig. Und dann taucht auf einmal noch ein Zwillingsgeist des Onkels auf, so ganz am Ende der Geschichte. Why? Es wird bizarr, es wird schräg. Absoluter Flop. Ich hätte es in die Ecke schmeißen können, wirklich. Ein Stern von Bethlehem, ein Buch, das dich in eine weit entfernte Stadt oder Welt geführt hat und da musste ich nicht lange überlegen, von Sarah J. Maas, Es reichte sieben Höfe. Ich habe jetzt den dritten Band hier in der Hand, es steht aber symbolisch für alle Teile, den bin ich jetzt gerade am Lesen. Sterne und Schwerter, genau. Und die junge Faye nimmt uns hier mit in das Reich der sieben Höfe, wo Kreaturen leben, die einfach, wie ich finde, ganz kreativ dargestellt werden oder herausgearbeitet wurden mit ganz viel Fantasie und man ist quasi in, also mir ging es beim Lesen so, ich war in dem Reich der sieben Höfe, ich habe es mir bildlich vorstellen können. Es hat ganz viel Spaß gemacht, eine Reise darin zu unternehmen, weil wir unter anderem viele Geschöpfe und Kreaturen kennenlernen, die einen ganz eigenen Zauber haben, wie ich finde. Und deshalb ist das Reich der sieben Höfe auch, es war seit längerer Zeit mein erster Fantasy-Roman und da bin ich ihm ganz viel dankbar für, dass mich dieses Genre jetzt wieder ein bisschen, oder dass ich mich wieder diesem Genre ein bisschen öffne. Ich denke, welches Buch hat dich positiv oder negativ überrascht? Auch hier wieder, ich hatte einige Bücher, die ich gelesen habe in diesem Jahr, da wird es auf jeden Fall ein Video zu geben, wo ich nicht damit gerechnet hätte, dass sie mich so verzaubern und fesseln. Das ist doch das Tolle, wenn man Bücher und Autoren neu entdeckt und die einen dann so in den Bann ziehen können. Ich überlege gerade, welches ich nehme. Aber zum Thema Überraschung, glaube ich, passt das hier ganz gut. Und zwar ist es von Erik Axel, so ein Krähenmädchen, was ich auch in einer Lesegruppe gelesen habe. Ein Psychospiller, der wirklich unter die Haut geht, der nichts für seichte Gemüter ist. Es geht hier um Kindesmissbrauch, um Inzest, um Vergewaltigung, um ganz schwere Themen. Und warum hat mich dieses Buch überrascht? Weil ich es gelesen habe und erstmal schockiert war, ich glaube, wie wir alle in der Runde damals.
dass das so krass dargestellt wird in diesem Buch. Verschiedene Szenarien, die einfach viel mit Gewalt zu tun haben und so brutal sind. Und überrascht hat es mich, weil ich es gelesen habe und erst nicht wusste, okay, die Erzählweise war ein bisschen schwierig. Es waren ganz kurze Kapitel, teilweise mit anderthalb Seiten. Man ist immer so von Hü nach Hott gesprungen in der Geschichte, was ich schwierig fand. Und dann wurde es immer runder. Man hat den roten Faden erkannt. Und dann kam ein Plot-Twist, der mich dieses Jahr, glaube ich, mit einem anderen Buch noch zusammen so geschockt hat und überrascht hat wie noch nie. Und deshalb hat es mich total überrascht, dass es mir dann doch so gut gefallen hat, dass die Geschichte so eine Wendung genommen hat. Und deshalb wollte ich diese Reihe auch beenden, muss den dritten Band endlich mal lesen. Und deshalb musste Krähenmädchen hier einmal in die Kamera gezeigt werden, weil der Plot-Twist so überraschend kam. Ja, mit ein kleines Highlight dieses Jahr. Hätte ich aber nicht gedacht. Hat mich überrascht. Vielleicht ganz kurz, worum es hier geht. Also es tauchen tote Jungen auf und dann übernimmt eine Ermittlerin, eine Kommissarin den Fall und zusammen mit einer Psychologin und möchte dann herauskriegen, warum diese Jungen ohne Namen, also sie werden nicht vermisst, Familien haben keine Anzeigen aufgegeben, warum werden die jetzt auf einmal alle umgebracht, was steckt dahinter, ist da ein Händlerring steckt dahinter oder wie auch immer, und das ist so die ganz grobe Geschichte dahinter. Rudolf mit der roten Nase, ein Protagonist mit einer erstaunlichen Entwicklung, und da musste ich nicht lange überlegen, weil es auch einfach noch so präsent in meinem Kopf ist. Es ist von Anna Todd die After-Reihe, die ich wahrscheinlich jetzt in jedem zweiten Video schon in die Kamera gehalten habe. Es geht hier um den jungen Hagen Scott, und Hagen ist tätowiert, behandelt die Mädchen nicht besonders gut, ist ein Bad Boy, wie er im Buche steht, aber mit einer Vergangenheit, die er einfach nicht verarbeiten kann. Er hat Schicksalsschläge erlebt, die ihn zu der Person und der verschlossenen Person gemacht haben, die er heutzutage ist. Und das war für mich glaubwürdig, das war für mich rund. Denn von Band zu Band, es sind insgesamt fünf, ein Folgeband, aber es sind fünf, eigentlich sind es vier, beobachten wir einfach Hagen, wie er sich verändern möchte, wie er sich für seine Familie, aber auch für dieses eine ganz besondere Mädchen in seinem Leben verändern möchte. Er möchte sich bessern, er möchte sich öffnen, denn er kann Nähe nicht zulassen. Er kann die Beziehung zu seiner Familie, wie soll ich es jetzt erklären, ist für ihn nicht einfach, weil er sich verstoßen gefühlt hat in der Vergangenheit und jetzt immer mehr dicht gemacht hat. Er trinkt zu viel, er macht zu viel Party. Er behandelt die Menschen in seinem Umfeld einfach nicht gut. Und diese Entwicklung verfolgen wir von Band zu Band. Wie er immer mehr seinen Panzer ablegt, wie er immer mehr Gefühle zulassen kann und eigentlich erkennt, ich brauche das alles nicht. Das macht mich auch eigentlich nicht glücklich. Die Partys machen mich nicht glücklich. Er ist auch ein Charakter, der sehr viel liest, was ihn natürlich jetzt auch nicht uncharmanter macht, und dann auch wieder anfängt, mehr zu lesen, im Verlag mehr zu arbeiten, verantwortungsbewusster wird, und ja, das mitzuerleben war einfach interessant von Band zu Band. An mancher Stelle war es mir ein bisschen zu viel, da hat man gemerkt, okay, das Drama kommt immer wieder zurück, es fällt ihm immer wieder schwer, neue Verhaltensmuster anzunehmen, was natürlich auch realistisch ist, weil so eine Verwandlung geht nicht von heute auf morgen. Aber an mancher Stelle war es mir ein bisschen zu viel und da hat man gemerkt, das muss jetzt, glaube ich, passieren, damit nochmal die Geschichte weitergeht. Damit wir nicht schon am zweiten Band die große Liebesgeschichte da stehen haben. Nichtsdestotrotz hat es mir einfach ganz großen Spaß gemacht, diese Entwicklung zu verfolgen. Weihnachts- bzw. Christbaumspitze, welches Highlight, was für ein Highlight hattest du in diesem Jahr? Ich hatte ein paar. Und ich werde jetzt eins die Kamera halten, was mich einfach so gefesselt hat, ist von Geisterfjord. Den Namen erspare ich uns wie immer. Und es ist ein Kriminalroman gepaart mit einer Geistergeschichte, die mich einfach gegruselt hat. Und ich war auf der Suche nach etwas, was mich gruselt. Und ich hatte ein paar Gruselgeschichten, Dracula zum Beispiel auch. Und ganz, ganz toll war auch Der kalte Hauch des Flieders. Aber Geisterfjord fand ich so toll, weil es eine Geschichte war, die rund für mich war, die Tiefgang hatte, die einen Kriminalfall mit in diese Geschichte aufgenommen hat. Es geht hier um ein junges Pärchen, was, ich habe mal in einem Video gesagt, was nicht sonderlich gut bestückt ist. Das ist Quatsch. Was nicht sonderlich gut betucht ist, was nicht viel Geld hat und deshalb auf einer einsamen Insel eine Ferienhütte aufpäppeln möchte für den Sommer. Und dann ist man auf dieser verlassenen Insel und in dieser kleinen Hütte und merkt ganz schnell, da passieren gruselige Sachen. Und es waren wirklich Momente dabei, wo ich da dachte, oh Gott, und Licht anmachen musste in meinem Zimmer,
Also war so, aber komplett Licht anmachen musste, weil ich mich so gegruselt habe. Und das hat so viel Spaß gemacht. Es war richtig schöner Spuk. Und deshalb ist es auf jeden Fall eins der Highlights in diesem Jahr für mich gewesen, weil ich damit gar nicht gerechnet hätte. Sternschnuppe, welche Neuerscheinungen des nächsten Jahres oder auf welche Neuerscheinungen freust du dich jetzt schon? Ganz klar auf Ian Reeds neues Werk. Ich glaube, es kommt im März, April raus. Ich möchte es zusammen mit der lieben Sarah von The Sarah Story unter anderem lesen. Vielleicht auch mit Carly, wenn sie Lust hat, falls du zuschaust. Ich glaube, dir hat es auch ganz gut gefallen. Auf jeden Fall hat es dich auch zurückgelassen und du wusstest nicht so ganz, was du dazu sagen sollst. Und das passt ganz gut zu diesem Buch. Wir werden hier mit auf eine Autofahrt genommen von einem jungen Mädchen, die gerade mit ihrem Freund frisch zusammen ist. Entschuldigt bitte. Und die Eltern kennenlernen soll. Und ja, sie macht sich so Gedanken, ist er der Richtige, soll ich doch bei ihm bleiben? Und während dieser Autofahrt bekommt man immer mehr das Gefühl, obwohl nichts Wirkliches passiert, irgendwas liegt in der Luft, irgendwie, ja, packt es einen. Bekommt sie eine Nachricht, glaube ich, von einem Empfänger, wo das gar nicht möglich ist. Und irgendwie so kleine Anzeichen gibt es schon, dass da irgendwas nicht stimmt. Und umso mehr näher man diesem Elternhaus kommt, desto mehr verfestigt sich das. Und man weiß eigentlich gar nicht genau, warum. Und es ist kein dickes Buch mit einem Plot-Twist, der, glaube ich, nicht allen gefällt, muss man ganz klar sagen. Und der einen auch so ein bisschen zurücklässt, macht das Sinn? Wie geht es mir dabei? Und das war psychologisch raffiniert. Ich fand es sehr raffiniert geschrieben, ganz tolle Erzählsweise. Und ich bin so gespannt, ob Ian Reed dem Ganzen, ja, ob das dann so weiter in diese Richtung geht. Ob er dabei bleibt, kurze, prägnante Geschichte, aber mit dem Gewissen etwas zu schreiben. Und da freue ich mich sehr drauf. Weihnachtsmann Christkind, ein Buch, das dir eine wertvolle Lektion vermittelt hat, was du und dir somit etwas Besonderes geschenkt hat. Ganz klar steht es auch, Sorge dich nicht lebe, ich bin noch nicht sonderlich weit. Das habe ich an einem Wochenende entdeckt in einem öffentlichen Bücherschrank, als es mir nicht besonders gut ging. Ich habe gemerkt, ich muss raus, ich muss den Kopf mal freikriegen und dann lag dieses Buch da mit Sorge dich nicht lebe und ich habe es mitgenommen. Es ist von Dale Carnegie. Viele kennen es, also meine Schwester wusste sofort, wovon ich rede. Auch eine Freundin von mir, der ich davon berichtet habe, sagte, ja klar, tolles Buch. Es geht darum, positiv zu denken, Sachen annehmen zu können, die man nicht ändern kann. Und das ist mit ganz vielen Beispielen von großen Menschen verknüpft. Ich bin noch nicht sonderlich weit, weil einfach in den Seiten so viel drinsteckt, dass man erstmal sacken lassen muss. Und ich möchte das ja auch verinnerlichen und mich damit auseinandersetzen. Und das hat mir auf jeden Fall was geschenkt, und zwar den Kopf nicht hängen zu lassen. Motivation und Mut, nochmal Dinge anzugehen, die ich so ein bisschen beiseite geschoben habe und die ich aber für mich einfach verarbeiten möchte, und das möchte ich auch mit ins neue Jahr nehmen. Und das tat ganz gut, sich mal hinzusetzen mit einem Räucherstäbchen, sehr hippie-mäßig, und das alles mal so sacken zu lassen und zu überlegen, warum stresst dich das gerade so und muss dich das so stressen, und das ist ein Geschenk gewesen, auf jeden Fall. Natürlich, viele Bücher haben mir dieses Jahr was geschenkt. Nicht nur Lesespaß, sondern Erkenntnisse, neue Lieblingszitate, neue Lieblingsautoren, die ich dieses Jahr entdeckt habe. Also deshalb sind Bücher ja alle solche Schätze. Cacao, Milk and Honey habe ich auch hier stehen. In meiner Klassiker-Section-Abteilung. Hat mir auch einiges geschenkt, indem es mich berührt hat, indem sie mich mit ihren Worten einfach bewegt hat, berührt hat und auch nochmal zum Nachdenken angeregt hat, mich hat schmunzeln lassen, und das war auch auf jeden Fall ein Geschenk, was ich auch per Zufall entdeckt habe. Ja, und Sorge, dass ich nicht lebe, hat mir einfach was geschenkt, indem es mich motiviert hat, nochmal über Dinge anders nachzudenken. Nochmal zu überlegen, ist das jetzt so schlimm? Muss mich das so stressen? Kann ich damit nicht anders für mich umgehen? Und lass uns doch mal gucken, was wir machen können. Das war einfach toll, hat mich motiviert und mich aus der schlechten Laune so ein bisschen rausgeholt. Welches Buch, welcher Autor hat mehr Aufmerksamkeit verdient? Oder welcher Booktuber? Ganz klar, welcher Booktuber? Die hat Melanie Liest, hat den gleichen Kanal genannt. Und es ist eine Person, die ich ganz angenehm finde, in ihrer Art zu sprechen, die nicht nur ein wunderschönes Bücherregal im Hintergrund stehen hat, ich bin jedes Mal neidisch, sondern die auch ganz tolle Videos macht, die mir menschlich sehr sympathisch ist. Das ist Carly von Carlys Books. Auf jeden Fall hat auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit verdient. Meine liebe Jenny von Jennys Lesestoff, die mir auch dieses Jahr so ans Herz gewachsen ist, hat auch auf jeden Fall noch ein paar mehr
ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient, wie ich finde, weil sie auch mit sehr viel Herz redet und einfach sehr authentisch ist. Ich weiß, dass sie komplett zufrieden ist mit der Aufmerksamkeit, die sie jetzt hat, aber das sind so Booktuber, die ich auf jeden Fall nochmal nennen möchte. Dann, wen habe ich denn noch entdeckt? Ist so, denn ich habe natürlich Kanäle, die mir am Herzen liegen, die ich einfach gerne empfehlen möchte. Ihr wisst, ich mache das eh gerne. Die werde ich mal unten verlinken. Es wird auch bald wieder ein kleines Video kommen, wo ich meine aktuellen neu entdeckten Kanäle einfach mal vorstellen möchte. Das werde ich, glaube ich, jetzt einfach mal regelmäßig machen, weil ich auch immer dankbar bin für Input. Und ein Autor, der mehr Aufmerksamkeit verdient hat. Vielleicht Anna Gavalda. Anna Gavalda ist eine Autorin, die ich dank meiner Schwester kennen und lieben gelernt habe, die wir zusammen einfach, ja, über die wir zusammen immer ganz viel sprechen können und die Verfilmungen toll finden. Das ist eine französische Schriftstellerin, die, wie kann man das beschreiben, die Romane schreibt, die viel mit zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun haben, mit Gefühlen, mit, also sie charakterisiert ihre Figuren einfach so nah und so lebendig, dass haut mich einfach weg, ganz abgesehen von ihrer Schreibweise, die ich einfach nicht vergleichen kann. Ich glaube, es ist von der Erzähl- und Schreibweise nicht für jeden was, aber mich fesselt es, mich berührt es und es hat einen ganz eigenen Charme. Vielleicht lese ich das mal kurz vor. Dieser Roman ist wie die fabelhafte Welt der Amelie, nur noch schöner. Philibert ist zwar ein historisches Genie, doch wenn er mit Menschen spricht, gerät er ins Stottern. Camille, magersüchtig und künstlerisch begabt, arbeitet in einer Putzkolonne und Frank schuftet als Koch. Er liebt Frauen, Motorräder und seine Großmutter Paulette. Vier grundverschiedene Menschen in einer verrückten Pariser Wohngemeinschaft, die sich lieben, streiten und versuchen, irgendwie zurechtzukommen. Da merkt man schon. Also die Handlung ist jetzt gar nicht da, dass da irgendwas Großartiges passiert. Es geht um die Menschen in den Geschichten, wie sie mit ihrem Leben zurechtkommen, mit ihren Eigenarten und Kurzgeschichten von ihr mag ich deshalb auch sehr gerne, weil sie sich einfach mit, ja, mit den Menschen auseinandersetzt. Und das auf eine sehr charmante und sehr... Ja, also mit ganz viel Talent. Sie hat einfach Talent zum Schreiben. Punkt. Melanie, nochmal vielen Dank an dieser Stelle. Das waren tolle Fragen. Die sind so vorbeigeflogen, weil es einfach so Spaß gemacht hat, den Tag wieder zu drehen. Und natürlich möchte ich ganz, 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 ganz viele Leute taggen. Ich würde den Tag sehr gerne sehen von Lana, von Wortfieber, von Ben Millennium würde ich den gerne sehen. Von Elke, von Bücherengel, aber ich glaube, sie wurde schon getaggt. Jordana von Keks & Coffee. Ansonsten von Buchschnack, Juli Bücher. Und das war's. Dann wünsche ich euch jetzt... Ach nein, ich habe noch vergessen. Und zwar von Sandra, von Being Sandra sehr gerne. Und Book Friends Forever, wenn sie zuschauen. Würde ich den auch sehr gerne sehen. Ich glaube, da kommen auch ein paar spannende Bücher, werden da an die Kamera gehalten. Vielen Dank, dass ihr euch meinen Schnacke wieder bis zum Ende angehört habt. Ich wünsche euch einen ganz tollen Tag, wo immer ihr seid. Bleibt bunt, ihr Lieben.